Und hallo YouTube und willkommen zu einer Folge Let's Play Skyrim Enderal. Und ja, die Verteidigungssysteme sind aktiviert worden. Die Roboter sind raus und wir müssen uns einen Weg hier rauskämpfen. Und wir haben in der letzten Folge sehr viel über, oder sehr viel Theorie über die Hohen und die Läuterung und so erfahren. Der Orden vermutet jetzt hier, dass die Läuterung der Prozess ist, über den sich die Hohen fortpflanzen. Also durch die Läuterung, wo der Großteil der Menschheit, ich gehe mal davon aus, nicht alle, zerstört oder halt absorbiert werden, müsste man wahrscheinlich korrekterweise sagen. Dadurch wird ein neuer Hoher aus all den Menschen gemacht. Warum kann ich den nicht treffen? Warum? Wir warten mal, bis wir wieder versteckt sind. Naja, die gehen ganz gut kaputt. Die sind deutlich schwächer, als ich erwartet habe. Also ich hätte ja hier gedacht, dass wir... dass wir hier dann richtig extrem starken Gegnern gegenüberstehen, wo wir halt dann jedes bisschen an Stärke brauchen, das wir haben können. Deshalb habe ich eigentlich diesen Level, diese Level-Ausflüge durch die Wüste auch gemacht. Aber es läuft eigentlich recht gut, recht einfach fast schon. Aber so soll es ja auch sein, ne? Man will ja hier... wir sind ja immer der mächtige Prophet, uns halten so ein paar Maschinen doch nicht auf. Und ja, die Hohen sollen sich angeblich halt über die Läuterung fortpflanzen, was ich nicht glaube. Ich glaube, das läuft nicht so ab. Wollen wir da wirklich runter gerade? Ich schaue mich mal, wir schauen mal nach unten rum. Hier um. Wir haben ja hier schon die meisten... wir haben hier, glaube ich, alle Gegner geklärt. Da drüben steht eine Kiste. Genau, da sollen wir hin. Eigentlich müssen wir uns ja beeilen, aber den Sprung überleben wir bestimmt. Sicherheitshalber speichern. Naja, tut gar nicht so weh. Tut wirklich nicht so weh. Das hat mich in Skyrim schon immer gewundert, wie wenig Fallschaden man eigentlich nimmt. Das ist irgendwie so gefühlt in Skyrim immer... ah, hier, die 134 Groschen lassen wir nicht liegen. In Skyrim habe ich immer das Gefühl gehabt, oder hier natürlich in Enderal dementsprechend auch, dass man entweder gar keinen Fallschaden bekommt, dass man springt runter und macht... im Endeffekt verstaucht man sich den Knöchel leicht oder man fällt runter und ist tot. Da habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass es da keinen dazwischen gibt. Entweder der Fallschaden tötet dich oder der Fallschaden ist komplett zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite, wie oft fällt man schon runter? Passiert ja noch nicht so oft aus, man macht es mit Absicht. Oder man reitet gerade mit dem Pferd halt über Berge und reitet dabei versehentlich in den Abgrund. Aber wir haben es eh schon rausgeschafft und ja, unser Auftrag jetzt ist es, oder ich glaube das ja nicht mit den Hohen, ich glaube, dass das Leuchtfeuer ein Jungbrunnen der Hohen ist, denn wir haben jetzt erfahren, um das Leuchtfeuer zu wenden, dass er die Hohen zerstören soll. Kirash, das sieht nicht gut aus. Ja, wir sind hier oben und nicht da unten. Ja, das war's dann, und das Schiff ist auch nicht mehr da, oder wie? Und dann... das kann ich einfach nicht glauben. Diese fliegende Stahlbestie muss auf das Schiff aufmerksam geworden sein. Und das war's dann mit unserem Schiff. Ein Metalldrache, den haben wir in der letzten Folge auch gesehen. Den wir nicht töten konnten. Der hat überhaupt keinen Schaden bekommen von uns. Ja, dann... ich würde schon sagen, dass wir schauen sollten, ob da noch wer überlebt hat. Ich stimme dir zu. Aber sich auf eine offene Fläche zu begeben, wäre Selbstmord. Zumindest solange dieser Alarm aktiv ist. In anderen Worten, wir müssen einen Weg finden, ihn zu deaktivieren. Dann können wir nämlich auch in Ruhe die Karte suchen, denn da wollte ich jetzt noch mit dem Recap drauf hinaus, dass jetzt schon 5 Minuten in die Folge rein immer noch läuft. Unser Auftrag ist jetzt nämlich, einen Hohen in den Numinos einzusperren und wir hoffen, dass wir das an dem Ort machen können, wo halt bei der letzten Läuterung am meisten Menschen gestorben sind, sprich der neue Hohe wahrscheinlich entstanden ist, und zwar in der Hauptstadt der Pyrrha. Die wissen wir aber nicht, wo es ist. Aber hier bei den Sternlingen, die ja das alles aufgezeichnet haben, weil die hier oben ja die ganze Zeit dabei waren, die haben bestimmt eine Karte. Haben wir oben im Turm die besten Karten. Komm, wir müssen zum Eingangsbereich zurück.
Da hat doch eine Treppe nach oben in dieses Surreal geführt. Gut, dann wieder auf dem Weg zurück. Na, Schiff ist nicht mehr da. Bah, schubsen hier nicht runter. Fragt, da vorne sieht es aus, als ob es da brennen würde. Ja, das Schiff wurde also wahrscheinlich zerstört. Ich habe jetzt gerade überlegt, sind die mit dem Schiff abgehauen? So nach dem Motto, oh fuck, da ist ein fliegender Metallmonster-Drache. Wir versuchen abzuhauen. Und haben es geschafft. Oder sind sie zerstört worden? Da vorne brennende Teile waren, denke ich mal, dass sie es nicht geschafft haben. Und jetzt müssen wir darüber. Oh ne, ich glaube ja das mit den Hohen nicht. Ich glaube, dass das Leuchtfeuer ein Jungbrunnen für die Hohen ist. Und dass wir jetzt ganz zufällig die Hohen in diesen Numinos reinbekommen. Oder einen Hohen. Und dass das dann nicht der Schlüssel ist, das Leuchtfeuer gegen sie einsetzen, sondern dass das Leuchtfeuer dann die Menschen einsammelt. Ich will nicht in dieser Rinne stehen. Das kommt mir so vor, als wäre das eine Todesfalle. Also dass die Hohen dann die Menschen einsammeln, den menschlichen Geist, die menschlichen Seelen einsammeln und wie ein Jungbrunnen verwenden, praktisch sich aufladen wie eine magische Waffe mit einem Seelenstein. Die weichen teilweise sehr geschickt aus. Ich finde es sehr beunruhigend, diese Rinne zu stehen. Ich habe so das Gefühl, dass, wenn man da drin steht, dann fliegt einem gleich irgendwas da vorne entgegen und tötet dich mit einem Schlag. So, die Spinnen sind ja immer leer. Ja, eigentlich habe ich ja schon erwartet, dass wir diese Verteidigungsmaßnahmen abbekommen, wenn wir reinkommen. Das Glück hatten wir dann doch, dass wir die jetzt erst haben. Es wäre schon praktisch, wenn man die ausschalten könnte, wobei wir die eigentlich ganz gut unter Kontrolle haben jetzt. Ja gut, wir sind halt eben der Prophet. Wir können das halt. Wir verwenden nicht mal die guten Pfeile. Vielleicht habe ich tatsächlich zu viel gelevelt. Wobei natürlich Level... Oh. Nehmen wir mit. Wobei natürlich Level gar nicht mal so viel ausmachen. Da ist eine Zwergensphäre. Ich finde, die sind immer am schwierigsten zu sehen. Weil die ja im Kampf ganz anders aussehen als dann. Als sie dann aussehen, wenn sie halt nur rumstehen, als Kugeln. Und dann übersehe ich die immer, weil ich dann praktisch nach der Form ausschalte, die sie im Kampf haben. Also ich gucke praktisch, okay, wo stehen denn diese Metallmänner rum? Aber natürlich sind es nur Metallkugeln und das verwirrt mich dann immer ein bisschen. Und ich übersehe die dann gerne mal. Aber die haben wir nicht übersehen und prompt auch erledigt. Ich mag diese Dwemer-Sachen einfach so gerne. Diese riesigen Zahnräder und Dampfkraft und sowas. So ein bisschen Steampunk-mäßig, nicht wirklich voll Steampunk-mäßig, weil der Rest außenrum halt klassisch Fantasy ist, aber so diese Konstruktionen, diese Fantasy-Technologie finde ich immer so interessant. Habe ja schon tausendmal in verschiedenen Let's Plays, vor allem hier in Skyrim und Enderal, darüber geredet, wie interessant eigentlich diese Fusion aus Technologie und Magie ist und was da alles rauskommen würde. Und deshalb mag ich diese Dwemer-Sachen so gerne. Und es freut mich sehr, dass dieses Spiel einem auch in eine so große, naja, Sternlingstadt oder eben Dwemer-Stadt führt. Seiner Essenz entziehen. Das klingt so abstrus. Ja, wir sind in einer fliegenden Stadt und kämpfen gegen Roboter, die seit Jahrhunderten hier rumstehen. Feinde, mach dich bereit. Abstrus ist da nun mal auf der Liste. Zeit. Weil wir natürlich einen NPC dabei haben, der das eh alles tanken könnte. Gegenstand hat keine Ladung mehr. Ich glaube, das ist unser Schwert. Eterner Schwert des Flammenzorns. Was haben wir denn da Schönes hier? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau man in dem Spiel eigentlich die Seelensteine voll bekommt. Ich glaube, da muss man... irgendwie eine Seelenfalle auch wirken. Also den Zauber, glaube ich, gibt's. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwie eine Waffe besorgen, die das hat. Damit wir uns auch immer schön ein paar Seelen holen können, um die Waffen aufzuladen, weil das macht schon zum Teil viel aus. Wobei natürlich so Maschinenwesen nicht viel Feuerschaden bekommen sollten. Ich weiß gar nicht, ob... Ne, sind auch so Spinnen.
weiß gar nicht, ob hier so das... Das ist auch erstaunlich. Ich spiele so lange Skyrim. Also wirklich Stunden über Stunden dieses Spiel gespielt. Fokus, Kalia. Fokus. Ach, da ist noch eine. Und weiß nicht mal genau, ob es diese Resistenzdinger wirklich gibt, weil... also, ob jetzt tatsächlich Gegner, die zum Beispiel aus Metall sind, weniger Feuerschaden bekommen. Ich glaube, das werde ich sofort nach dieser Session nachgucken, ob das so ist. Yep. Wo ist der zweite hingeflogen? Da war noch ein größerer Trank. Wo ist der hin? Diese blöden Explosionen werfen ständig Gegenstände rum. Wir verlieren deshalb auch relativ viele Pfeile. Schubs mich nicht runter! Gottes Willen, Kalia! Ich glaube, die hat was gegen uns. Ah, da liegt er. Sehr gut. Ich meine, wir verwenden sie zwar nicht oft, aber ich bin mir sicher, irgendwann kommt die Situation, wo Essen nicht mehr reicht, wo wir einfach mal dann... Ah, wir haben noch eine Eisenplanke. Die sollte man immer ändern, weil die Traglast erhöht. Irgendwas Kleines hier. Ein Kokos. Eine Kokosnuss. Na, reicht nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Also irgendwann werden wir wahrscheinlich diese Tränke auch wieder brauchen. Dann sind wir froh, dass wir sie haben. Wobei ich natürlich da auch wieder, also wie bei einem Pfeil, man ist so ein Horter. Man nimmt immer alles mit, obwohl man es selten braucht. Und wenn man es dann mal eigentlich brauchen könnte, setzt man es nicht ein, weil man denkt, ja, aber beim nächsten Kampf könnte es ja noch nützlicher sein. Das ist wie mit dem Pfeilen, ist es fast noch schlimmer, dass ich nie die guten Pfeile verwende, weil ich immer denke, ja, aber dann, wenn jetzt der nächste Gegner noch stärker ist, dann brauche ich ja bei dem die besseren Pfeile erst recht. Also setzt sie jetzt nicht ein und dann setzt man sie nie ein. Das sieht überaus gefährlich aus. Sieh mal da vorne. Das sieht doch gut aus. Sieht vor allem noch beunruhigend wenig Gegner aus, die uns hier erwarten. Wahrscheinlich, sobald wir da hochgehen, geht es hier ab. Kommen 10 Centurios auf uns zu. Wobei die Centurios eigentlich bisher recht easy waren, weil wir... Genau. Mach nicht die Berechnungen, die nötig sind, um zu erfahren, dass ihr in die falsche Richtung fahrt. Funktioniert sogar mit Maschinen, der alte Trick. So, einer weniger. Ich glaube, Kalia hält nicht so viel aus wie Jasper. Ich muss echt nachgucken, oder... Na gut, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ich werde es nachgucken. Ob in Skyrim Resistenzen und sowas tatsächlich existieren, weil man, also man hat ja, man hat ja als Spieler auch Feuerresistenztrank und sowas, also man kann ja seine Resistenzen buffen. Also logisch betrachtet müsste es ja, habt ihr nicht was dabei? Ne, die sind auch leer. Müsste man ja, müsste das ja für Gegner auch gelten. Weil meiner Meinung nach wäre es nur logisch, dass Maschinengegner, die halt aus Metall sind, nicht wirklich viel Feuerschaden bekommen. Und ich glaube, das ist auch so. Ich bin mir gerade halt nur nicht sicher. Was ist denn hinter Tor 2? Warten wahrscheinlich lauter. Noch mehr auf uns. Okay. Ich glaube, da wird es mal Zeit, dass wir kurz mal den Schatten des Windes, oder wie es heißt, anmacht. Um unseren Griff zu erhöhen. Und dann einfach mal reinhalten. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, Kalia kann nicht sterben. Das heißt, wir haben auch mit ihr einen super Tank. Kann ich den Überlebenden lassen? Weil ich glaube, es geht schneller, wenn wir drauf dreschen. Und wir sind wieder aufgestiegen. Diesmal nehmen wir Ausdauer. Ja, und der letzte. Das waren alle. Wollen wir es hoffen? Ich wage fast zu glauben, dass hier noch mehr auf uns wartet. Die Tür sieht auch aus, könnte sie runterfahren. Yep. Und hinter Tor Nummer 3.
bin ich glaube doch ein bisschen froh, dass wir Fokuskanäle gelevelt haben. Eieieiei. Okay, der Rest sind Spinnen. Ja, Gott sei Dank nicht so sehr weh. Ich glaube, wir gehen jetzt tatsächlich wieder auf Abstand. Gut, die sind dafür schwerer zu treffen, als sie klein sind. Eieieiei. Okay. So haben wir sie einfach so ein bisschen erwartet, dass hier die Armada rauskommt. Ah, er called it. Wir sind eben der Prophet. Und jetzt, okay, und dann noch. Man soll ja, Brot alleine schmeckt ja nicht so. Da gibt es so ein bisschen Käse dazu. Und zur Nachspeise zwei Äpfel und eine Orange. Da geht die Lebensenergie hoch. Ich hoffe mal, es gibt kein Tor Nummer 4. Der Kampf war nämlich gar nicht mal so schlecht. Also, da kann man doch recht froh sein, dass wir gelevelt haben. Sonst wären wir da, glaube ich, hätten wir da ein bisschen taktisch werden müssen, aka ach, weglaufen. Gut. Jetzt sehen wir mal, ob wir diesen Alarm irgendwie deaktivieren können. Das sieht wichtig aus. Was ist? Funktioniert es? Wir haben den Ton gehört. Verdammt, aber weg hier! Oh, shit. Okay. Ah, Jasper. Da geht's ordentlich ab. Runter, sofort. Ja dann. Bin da. Gut. Das war knapp. Stimmt. Ich glaube, das war mal wieder die alte Wahrheit. Wenn da ein rot pulsierender Kristall ist, in einer verlassenen Stadt voller Maschinen, Gegner und Fallen, nicht anfassen. Rot pulsierende Kristalle in alten Ruinen prinzipiell nicht anfassen. Und ja, mit dieser Lebenslektion, ne, das ist wirklich, das muss man sich fürs Leben merken, sage ich tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim Anduril, wenn wir uns an die restliche Flucht aus der Sternenstadt machen. Hoffentlich finden wir die Karte und entkommen mit unserem Leben aus diesem Ort, aber ich glaube, die schlimmsten Kämpfe sollten wir hinter uns haben. Mit ein bisschen Glück hat diese ganze Aktion jetzt ja auch wenigstens das Sicherheitssystem zerfickt und wir sind hier sicher. Wenn nicht, dann werden wir wohl noch so einige Centurios und Sphären und Spinnen zerdeppern müssen, bevor wir tatsächlich raus sind. Und ja, das alles in der nächsten Folge. Ich sag tschüss YouTube und bis dann.